Happy Halloween! Happy Halloween! Und herzlich willkommen zu einem passenden Unboxing. Zwar nicht als Horror-Anime angelegt, aber heute Goblin Slayer, Goblin's Crown. Ja, ein bisschen Splatter ist doch auch gut an Halloween. Und die Edition gibt es sowohl im Steelbook als auch im schicken Mediabook. Wir haben uns hier für die Mediabook-Edition entschieden. Schauen wir uns einmal kurz an, bevor wir es von der Schrumpffolie befreien. Beziehungsweise das Ganze kann ich gleich nochmal zeigen, sobald die spiegelnde Folie weg ist. Ja, wie gesagt, Steelbook und Mediabook. Die Serie erschien ja bereits im Mediabook, hier übrigens als Sticker. Sowohl in drei Parts, als auch als Komplettausgabe. So, hier haben wir die J-Card. Entfernen wir die J-Card. Haben wir den Schriftzug nochmal drunter. Noch ein bisschen... Dieser schöne Standardsatz, he does not let anyone roll the dice. So, nochmal schön auf die Seite. Das beim Scharfstellen funktioniert hier heute mal wirklich schön. Und da wieder unsere üblichen Helden. Unsere Party. Mit dem neuen Charakter. So, schauen wir uns mal kurz an, was wir hier bekommen. Wir bekommen da den schönen Film von den 85 Minuten, Laufzeit ungefähr, in deutscher und japanischer Audio, Punkt 2.0, 1080p Auflösung, also ganz normale Blu-ray-Werte, nichts Besonderes oder irgendwie super für ein Heimkino. Aber man bekommt natürlich, was man erwartet. Bonus ist lediglich eine Trailer-Show. Und den Mini-Aufsteller. Hier unterscheiden wir uns tatsächlich vom Steelbook, wenn ich mich recht erinnere, weil das Steelbook hat auch noch kleine Postkarten dabei. Die sind leider in der Mediabook Edition nicht dabei, was ich halt sehr schade finde, aber dafür ist es ein Mediabook. Also. So, hier einmal die Disc. Unter der Disc, passend zumindest zu den drei Volumes, die veröffentlicht wurden, die Optik. Und dann schauen wir mal kurz einen kleinen... Hier haben wir die deutschen Sprecher aufgelistet und fangen dann einfach mal von vorne an im Special Booklet. Da haben wir entsprechend die Character Artworks und ein klein bisschen Beschreibung zu jedem. Wir müssen dazu sagen, wir haben Goblin's Crown nicht gesehen im Kino, da das bei uns in der Nähe leider nirgendwo gelaufen ist und durch die aktuelle Situation es auch dann für uns schwerer war, in irgendeines der Kinos zu kommen, die es gespielt hätten, weil das mindestens eine Stunde Fahrtweg bei uns gewesen wäre. Dementsprechend viel zum Inhalt vom Film können wir nicht sagen, außer dass wir uns trotzdem drauf freuen. Und zur Synchro halt auch noch nicht. Aber die Serie selbst war eigentlich gut vertont. Sowohl neue als auch namentliche Sprecher, die schon seit Zeiten von Dragon Ball Z auch in der Anime-Branche gesprochen haben. Weil so ein oder andere könnte auch den Zwerg erkannt haben und ihn mit einem Tenkaichi Budokan Meister offiziell hat er den Titel. Ja. So, und hier haben wir auch den Noble Fencer, der neue Charakter des Films. Im Vergleich zum Beispiel zu den Digimin-Aufstellern. Ah nein, die heißen wirklich Digimin. Okay. Das war das Gimmick daran. Sorry. Halt für Digimon und Min. Und dann ist das ja das japanische Clipping, das in der Sprache passiert. Kann man hier rausbrechen und dann einfach aufstellen und Hochglanz. Die Digimin selbst sind ja eine andere Art von Glanz und Matt gemischt, würde ich sogar fast aus dem Stegreif sagen. Und die sind doch normalerweise noch eingepackt in Schrumpffolie. Mhm. Sie ist es nicht, also bei ihr können wir es direkt rausbrechen. So, alles was jetzt noch ist, vergleichen wir es einmal kurz mit der Serie. Hier haben wir die drei Volumes, schön im Schuber. Und sehen dann hier daneben, einheitlich ist es nicht ganz dazu, schieben wir es mal kurz auf die gleiche Höhe, dass man es auch sieht. Ungefähr kommt es natürlich hin. Allerdings der Schriftzug unterscheidet sich natürlich stark. Zusätzlich jetzt auch das Goblin's Crown statt entsprechender Nummerierung. Aber ich denke, dadurch, dass gleiche Laufrichtung noch immer im Text ist, sieht es auch neben dem Schuber schön aus. Und wer weiß, wenn irgendwann Staffel 2 kommt, vielleicht findet dann sogar diese kleine Volume Platz im Schuber. So wie bei Konosuba? So wie bei Konosuba. Auf jeden Fall,
Das ist dann bisher unsere deutsche Kollektion von Goblin Slayer, die man hat. Oder natürlich die Komplettbox und das Steelbook. Aber unser aktueller Stand zu Halloween, was man in Deutschland an Goblin Slayer Blu-rays erwerben konnte. Halloween 20, im Jahr des Horrors, um es mal so auszudrücken. Jedenfalls, was haltet ihr von der Serie? Als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde, hat sie ja für Furore gesorgt. Wobei man halt eben sagen muss, es gibt keine schlechte Publicity. Ja. Wir konnten auf jeden Fall unseren Spaß damit finden. Das klingt so falsch, aber... Ich wollte gerade sagen, im Kontext ist das ein bisschen sehr falsch. Auf jeden Fall, uns hat die Serie Spaß gemacht zu gucken. Das klingt irgendwie auch falsch. Natürlich klingt es falsch. Also wir fanden sie so nennenswert, dass wir sie uns ins Regal gestellt haben. So kann man es formulieren. Und so schlecht war sie entsprechend auch nicht. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt im Endeffekt. Und natürlich, klar, es ist schon Dark Fantasy und nicht für jeden etwas. Und gory. Sehr gory. Aber lasst uns einfach gern wissen und bis dahin noch Happy Halloween!